Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz zaubert ja einiges aus dem Zylinder. Darüber werden wir uns nach diesem kurzen Vorspann nicht über, sondern mit dem Betroffenen unterhalten. Hans-Georg Maaßen, er war Verfassungsschutzpräsident von 2012 bis 2018. Bin gespannt, was er dazu zu sagen hat, denn hier kommt schon starker Tobak seitens der CDU. Im Übrigen, liebe Zuschauer, dass wir solche Sendungen machen können, bedarf es eurer Unterstützung. Das ist keine Bettelei. GEZ-Zwangsgebühr, dass ihr euch ja, Tagesschau, Tagesthemen und Heute-Journal anschauen müsst. Bei uns ist es freiwillig, aber es wäre schön, wenn ihr uns unterstützt. Das Thema Equipment, die Menschen, die bei uns arbeiten, dann können wir weitermachen. Und es bedarf eines weiteren Fensters, das geöffnet wird, dass ihr euch eine weitere Meinung bilden könnt, die dann zu wichtigen Entscheidungen führt. Hören wir es uns doch mal an, was Friedrich Merz zu sagen hat. Wir haben zunächst zur Werteunion einen politischen Beschluss gefasst und eigentlich nur das wiederholt, was wir im Präsidium bereits Ende Januar beschlossen haben, dass wir nämlich die Mitgliedschaft in der Werteunion mit der Mitgliedschaft in der CDU für unvereinbar halten. Wir haben heute dann einstimmig beschlossen, ein Parteiausschlussverfahren einzuleiten gegen Herrn Dr. Maaßen und haben ihm mit sofortiger Wirkung auch die Mitgliedsrechte entzogen. Das ist ein Beschluss, der sofort wirksam wird mit der Zustellung, die dann heute oder morgen stattfinden wird. Herr Maaßen wird also dann ab sofort auch nicht mehr Mitglied der CDU Deutschlands sein. Herr Maaßen wird nicht mehr Mitglied der CDU Deutschland sein. Das ist erstaunlich. Ein Mann, der die festen Grundwerte vertritt und sehr gesellschaftsdienlich agiert. Heißt es auch, wer in der Werteunion ist, darf nicht mehr in der CDU sein? Heißt es auch, wer in einem Sportverein ist, der gesellschaftskritisch mit den augenblicklichen Ereignissen umgeht, mit Krieg, mit der Situation Inflation, höhere Energiepreise? Wird auch dieser aus der CDU ausgeschlossen? Na, ich bin mal gespannt, was Herr Maaßen dazu sagen wird. Ich denke, ihr auch. Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen. Und wir sprechen nicht über jemanden, sondern mit jemanden. Herr Dr. Maaßen, herzlich willkommen bei Hallo Meinung. Guten Tag, Herr Weber. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herr Dr. Maaßen, in der Juristerei sollte man Emotionen tunlichst vermeiden. Gleichwohl ist über Sie Ungemach ausgeschüttet worden in allen Veröffentlichungen, was man da lesen kann. Nur wenige sprechen Ihnen Gutes zu. Gibt es, und jetzt komme ich zu den Fakten, Sie sind Jurist, gibt es neue Fakten, die wir den Zuschauern sagen können? Nein, die gibt es gar nicht. Also am 30. Januar hatte das CDU-Bundesparteipräsidium beschlossen, ich soll aus der Partei austreten. Man hat mir eine kurze Frist gegeben, um aus der Partei auszutreten. Wenn ich das nicht tue, soll ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet werden. Das ist dann eingeleitet worden. Am vorvergangenen Montag hatte dann auch der CDU-Vorstand das beschlossen. Aber die Begründung ist ausgesprochen dürftig und ich sage mir mal, das Erschreckende ist für mich, die CDU ist mit keinem Wort auf meine Argumente eingegangen. Man hatte mir die Möglichkeit zu einer Anhörung gegeben, was aus meiner Sicht auch aus formaljuristischer Sicht nicht richtig war. Das hätte man vor allem schon machen sollen. Und Anhörung heißt Anhörung und nicht Anschreibung. Man hatte mir gesagt, ich könne innerhalb von einer Woche nochmal Stellung nehmen. Ich habe das schriftlich gemacht, 26 Seiten, mündlich. Wollte man von mir gar nichts hören. Und auf diese 26 Seiten ist man mit keiner einzigen Zeile eingegangen. Überhaupt gar nicht. Ich hätte mir die Arbeit eigentlich sparen können, 26 Seiten zu Papier zu geben. Und das, was die CDU vorwirft, das sind zwei Punkte. Erstens, ich sei Vorsitzender der Werteunion. Das ist für die schon ein Grund, mich aus der Partei zu werfen. 2 Tage vor dem Beschluss bin ich nämlich Vorsitzender der Werteunion geworden. Und das liegt also nahe, dass die CDU das macht, weil sie mich und die Werteunion als Gefahr begreift. Der zweite Grund ist, ich würde Ausdrücke verwenden aus dem Milieu von Antisemiten und Verschwörungstheoretikern. Und als ich diese Formulierung gelesen habe, da musste ich schon fast lachen, weil mir das so vorkam, wie wenn ich Akten lese aus der frühen Neuzeit, als es um Ketzerprozesse ging. Da konnte man, wenn man Leute auf den Scheiterhaufen warf, zwar nicht vorwerfen, man sei selbst Ketzer,
oder man hätte sich ketzerisch verhalten, sondern man hätte Ausdrücke verwendet aus dem Milieu der Ketzer. Also ich muss sagen, das hat mit Rechtsstaatlichkeit nichts zu tun. Ich versuche jetzt das Parteiausschlussverfahren so weit zu betreiben wie möglich. Aber es ist halt ein parteiinternes Verfahren. Das sind keine ordentlichen Gerichte, sondern Parteigerichte, wo ich nicht gerade mit Unabhängigkeit der Richter rechnen kann oder der Juristen, die das betreiben, rechnen kann. Aber ich werde es mal versuchen und werde sehen, wie deformiert die Partei ist und ob sie dieser Nonsensbegründung der Parteiführung folgen wird, um mich aus der Partei auszuschließen. Ist das nicht gerade ein Bild, das uns aufzeigt, wie sehr die Partei sich verändert hat, dass es letztlich hier darum geht, eine politische Strömung zu verfolgen, die Koalitionen möglich macht? Denn mir und der Redaktion scheint es so, dass hier dem links-grünen Ansinnen gefolgt wird, um zu sagen, wie die CDU sich auszurichten hat. Denn es ist ja durchaus so, wenn man in die Vergangenheit der letzten 30 Jahre zurückschaut, Zeiten Helmut Kohl, viele andere, die sich als Landespolitiker verdient gemacht haben, die wären ja für das, was sie sagen, in keinster Form nun medienwirksam negativ aufgefallen, die wären ja positiv aufgefallen. Unterliegt die CDU links-grünen Zwängen? Natürlich unterliegt die CDU links-grünen Zwängen, das ist ohne Zweifel richtig. Sobald es Kritik aus dem links-grünen Milieu gibt oder aus der links-grünen Medienlandschaft, knickt die CDU ein. Das beste Beispiel waren Äußerungen gewesen von Friedrich Merz im Zusammenhang mit ukrainischen Flüchtlingen, die er als Sozialtourist bezeichnete. Man kann zu der Wortwahl stehen, wie man will. Als er sie geäußert hatte, bekam ich morgens dann SMS und E-Mails von Parteifreunden, die sagten, siehst du, er kann doch Opposition, siehst du, er hat doch Rückgrat und ist konservativ. Aber keinen halben Tag später und stundenlanger Kritik in den linken Medien und von linken Politikern oder links-grünen Politikern ist Merz nicht nur eingeknickt, sondern hat sich sogar dafür entschuldigt. Und da muss man sagen, er ist kein Politiker mit Rückgrat. Sondern er knickt ein, wenn der linksgrüne Mainstream Gegenwind bietet oder ein Gegenlüftchen bietet. Das sind wir in der Werteunion anders geschnitzt. Wir sind aus Eiche, nicht aus Watte. Jedenfalls haben wir keinen Wattebausch als Rückgrat. Und das ist das Erschreckende. Das ist derzeit offensichtlich die Norm in der CDU-Parteiführung. Sobald es Kritik vom politischen Gegner gibt, knickt man einfach ein und verfolgt sogar eigene Partei. Ich sage nicht Freunde, sondern Parteimitglieder. Nun, wenn es Kritik aus anderen Reihen gibt, nun gibt es ja innerhalb CDU, ich spreche jetzt von Daniel Günther, ich spreche jetzt von Hendrik Wüst, aber ich spreche auch von zwei Frauen, von Frau Prien und von Frau Güler, die ja nicht in anderen Parteien sind, sondern die ja innerhalb der CDU wichtige Positionen bekleiden. Und hier ja auch es so weit gekommen ist, dass Frau Prien seinerzeit, als sie in Thüringen kandidiert haben, sich für den Gegenkandidaten ausgesprochen hat von der SPD, der seines Zeichens früher in der DDR doch Verknüpfungen hatte, wie man lesen muss, was die Dopingmaßnahmen anging in der DDR. Der Feind im eigenen Hause? Zumindest der Gegner im eigenen Hause. Wenn man derartige Parteifreunde hat, braucht man keine Feinde mehr, kann ich nur sagen. Es ist für mich völlig unerklärlich, warum diese Leute in die CDU eingetreten sind, die von ihrer ganzen Einstellung eigentlich eher zu den Grünen oder zu den Linken gehören sollten. Sie haben nichts zu tun mit einem christlich-demokratischen Weltbild. Man muss ihnen unterstellen, sind in die CDU eingetreten, um Karriere zu machen, um in Führungspositionen zu kommen, um die Partei wie Frau Merkel auch auf links zu drehen. Was ihnen gelungen ist und da sie jetzt in diesen Funktionen sind, diesen Linkskurs der Partei zu zementieren. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass meine vielen, vielen Freunde in der CDU in Südthüringen, wo ich für den Bundestag kandidierte, nun beantragen, Parteiausschlussverfahren gegen Frau Prien einzuleiten, weil sie 2021 im Wahlkampf indirekt gesagt hatte, man sollte den SPD-Kandidaten wählen. Das war in der Tat ein Ausschlussgrund gewesen und ist ein Ausschlussgrund. Das ist parteischädigendes Verhalten. Aber man sieht, dass die Parteiführung gegen diese Frau Prien nichts, aber auch gar nichts tut.
obwohl es offenkundig ist, aber ein Parteiausschlussverfahren gegen mich konstruiert, mit fadenscheinigen Gründen, wobei es nicht nur gegen mich geht, oder ich sage mal vielleicht weniger gegen mich als Person, sondern gegen den Kurs, den ich vertrete, gegen die politische Vorstellung und die Werte, die ich vertrete und die vielen, vielen tausend Freunde in der Werteunion und meine Unterstützer. Es geht letztendlich darum, zu zementieren, einen Prien-Günther-Merz-Merkel-Kurs, der links ist, und zu verhindern, dass es zu einer politischen Kurskorrektur kommt, für die ich stehe und viele Freunde oder die Freunde meiner Werteunion. Bestrafe einen und treff Tausende? Ja, ganz sicher. Man hat es in der Vergangenheit auch in der CDU schon immer wieder so praktiziert, Leute auszugrenzen, Leute zu demütigen und zu degradieren. Die verschiedenen Fälle, wo es zu Parteiausschlussverfahren gekommen ist, zum Beispiel im Falle Hohmann, wo Leute nicht in Funktionen gekommen sind, obwohl sie die am besten geeigneten waren, zum Beispiel Wolfgang Bosbach. Damit hat man signalisiert, man will keine Konservativen, man will keine Gemäßigten, man will keine realpolitisch Gesinnten, sondern gefördert werden bewusst nur diejenigen, die linksgrün in der CDU sind. Und davon haben sehr, sehr viele gelernt. Und gelernt haben sie, wenn man als Berufspolitiker Karriere machen will, dann muss man entweder mit den linken Wölfen heulen, linksgrünen Wölfen heulen, oder man muss den Mund halten. Ist die CDU-Spitze eine Spitze des Ignorierens und des Vergessens? Der Generalsekretär der CDU, Mario Chaya, wurde 2015 in Berlin von verschiedenen Veröffentlichungen als der unbeliebteste Politiker bezeichnet. Und er hatte selbst ein Parteiausschlussverfahren am Halse. Ist das vergessen? Es scheint so, dass es vergessen ist. Er hatte damals offensichtlich mit der SED kuscheln wollen, hatte gute Kontakte dahin gehabt. Das war wohl der Grund gewesen für das Parteiausschlussverfahren, das gegen ihn betrieben worden war. Und dann ist es irgendwann mal eingestellt worden und dann heißt es, wie häufig, Schwamm drüber und seine Karriere lief einfach weiter. Für mich völlig unerklärlich, dass er auch mit seiner, ich sage mal, nicht gerade von Erfolgen strotzenden Biografie, jedenfalls was Berufe angeht, was Lebenserfahrung angeht, sondern ein reiner Berufspolitiker ist, dass so jemand unter Friedrich Merz Karriere machen konnte. Völlig unverständlich, ja, völlig unverständlich für viele meiner Parteifreunde, die mich jetzt unterstützen. Nun sprachen Sie gerade von dem Thema, Sie sprachen Realpolitik. Ist es nicht zwingend notwendiger, Realpolitik zu betreiben? Wir überlegen Abschaffung des Verbrennungsmotors 2035, die Schlüsselindustrie für Deutschland. Wir haben die größten Zuwanderungsquoten mehr als 2015. Wir haben eine Polizeikriminalstatistik, die besorgniserregend ist. Wir haben Krieg in Europa. Gibt es nicht Themen, die eine Realpolitik zwingend erforderlich machen, auch Maßnahmen, die unliebsam machen und die gänzlich abweichen vom linksgrünen Kurs? Es wäre notwendig, Realpolitik zu machen, aber die Realität ist, dass in Deutschland eine ideologische Politik, eine fast fanatisch-religiöse Politik betrieben wird. Ob es nun die Klimapolitik ist, ob es die Genderpolitik ist, ob es die Energiepolitik ist oder die Migrationspolitik. Man kann hinschauen, wohin man will. Es ist keine Realpolitik, es ist eine ideologisch-religiöse Politik. Und es konnte bislang noch halbwegs funktionieren, weil die Substanz noch nicht völlig aufgezehrt ist. Das, was unsere Eltern und Großeltern nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen und erspart haben. Aber mehr und mehr ist alles verbraucht und gleichwohl wird die fanatisch-religiöse Party fortgesetzt und diejenigen, die das in Frage stellen und kritisieren, so wie ich es bin, wie viele, viele andere in diesem Land auch, die das nur aussprechen oder wagen, Fragen dazu zu stellen, ob das überhaupt funktionieren könnte, die werden ausgegrenzt, diffamiert und diskreditiert. Aber man muss nicht ein Nostradamus sein oder ein Augur sein, zu sagen, die Party ist bald vorbei. Es geht nicht mehr. Wir sehen es ja jetzt schon, wenn wir durch die Straßen fahren, aus einer Tagesbaustelle wird eine Jahresbaustelle. Der Asphalt kann nicht mehr gestopft werden. Die Löcher im Asphalt können nicht mehr gestopft werden, weil das Geld nicht da ist. Wir haben keine Arbeitskräfte. Es funktioniert nichts mehr. Also das ist Deutschland 2023. Vor 3 Jahren sprach ich davon, wenn ich nach Deutschland gekommen bin. Zu der Zeit hatte ich den Eindruck, in ein zweites Weltland zu kommen. Jetzt bin ich der Meinung, wir steigen noch weiter ab und
alle in der Politik vom politischen Establishment finden es klasse, finden es gut und bejubeln das auch noch und sagen, das wäre Fortschritt, wollen das Klima retten, wobei wir noch nicht mal in der Lage sind, Löcher im Asphalt zu stopfen. Nun, Löcher im Asphalt sind das eine, Löcher im Haushalt werden durch Begrifflichkeiten wie Sondervermögen kaschiert und jeder denkt, das geht mit rechten Dingen zu. Friedrich Merz sagte, es gibt einen sogenannten Unvereinbarkeitsbeschluss. Wer in der Werteunion ist, hat letztlich in der CDU nichts verloren. Jetzt eine hypothetische Frage, ein wenig suffisant. Ich bin in einem Sportverein. Wir gehen mit dem Zeitgeist kritisch um. In diesem Sportverein sind vier Mitglieder der CDU. Müssen die befürchten, aus der CDU ausgeschlossen zu werden? Nach meiner juristischen Erinnerung kann Herr Merz vieles sagen, aber er kann nicht alles beschließen. Und es ist nicht Sache des Parteivorstandes oder des Präsidiums, Unvereinbarkeitsbeschlüsse zu treffen, sondern das kann nur der Bundesparteitag machen. Er kann, so wie ich das Papier aus dem Bundesvorstand gelesen habe, etwas politisch missbilligen. Aber das ist genauso gut und genauso wichtig, wie wenn Herr Merz sein Tagebuch unterschreiben würde. Nun, juristisch wird ist es für mich irrelevant. Nun wird Ihnen der Vorwurf zuteil, Sie würden, was die gesellschaftlichen Wandlungen angeht, Sie würden das als, ja, Sie wären Verschwörungstheoretiker, Sie reden das herbei. Dass es nicht herbeigeredet ist, sehen wir an einem Kabinettsbeschluss. Die Regierung will Extremisten schneller loswerden. Dann kann man zunächst mal sagen, ja, Extremisten gehören auch nicht in verantwortungsvolle Positionen oder in Staatsdienst, Beamte, öffentliche Dienstangestellte. Nun heißt es aber dies insbesondere per Person, die Bundesrepublik und ihre freiheitliche Grundordnung ablehnen. Eine Definition, die Ihnen Angst macht? Es macht mir Angst, dass mittlerweile Leute in führenden Staatsfunktionen sind, die in der Vergangenheit enge Beziehungen zu linksextremistischen Bestrebungen, insbesondere zur linksextremistischen Antifa hatten. Wer Beziehungen zur linksextremistischen Antifa hatte, wer sie unterstützt, wer Mitglied dort ist, wer mit ihr kuschelt, hat in Staatsämtern nichts verloren. Das sind für mich Extremisten. Und es macht mir noch mehr Angst, wenn Extremisten über normale Bürger behaupten, wir müssen diese Leute jetzt als Extremisten behandeln. Und wir müssen sie ausgrenzen und wir müssen sie verfolgen. Und das muss ich sagen, ist für mich ein Warnhinweis, dass wir jetzt hier in einer verkehrten Republik leben. Das ist nicht mehr die Republik des Bonner Grundgesetzes, sondern das ist eine Republik, die schleichend von Linksextremisten unterwandert worden ist. Es macht mir natürlich Angst, wenn gesagt worden wird, wir müssten hier Extremisten aus dem öffentlichen Dienst in einem einfachen und unbürokratischen Verfahren rauswerfen. So hieß es ja, eine Beweislastumkehr. Da muss ich sagen, das ist rechtsstaatlich geht überhaupt gar nicht. Es geht ganz und gar nicht. Es kann nicht sein, dass irgendein Gerücht aufkommt. Der Herr sowieso oder diese Frau sowieso hätte vielleicht Kontakt gehabt mit dieser Person oder wäre gesehen worden bei einer Veranstaltung. Nun muss der Betreffende selbst darlegen und beweisen, dass er nicht da war und dass er keinen Kontakt hatte. Da muss ich sagen, das hat mit einem Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Das ist ein Rückschritt um fast 500 Jahre in der deutschen Rechtskultur. Nun ist es ja auch so, um es klar zu sagen, es soll ja nicht mehr über die Verwaltungsgerichte gehen. Die Verwaltungsgerichtsverfahren dauern, Frau Faeser, so wie sie veröffentlicht, zu lange. Herr Maaßen, können wir im Klartext sagen, das ist die Abschaffung unseres demokratischen Wirkens? Es ist jedenfalls eine gewaltige Erosion unseres demokratischen Rechtsstaates, wenn auf diese Weise missliebige Leute entfernt werden, weil es natürlich eine ganz, ganz erhebliche Ausstrahlungswirkung hat. Sie sagten, glaube ich, vorhin schon, bestrafe eine, ziehe Hunderte. So läuft es hinaus. Das hat eine einschüchternde Funktion. Die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes, die natürlich von dem erarbeiteten Leben, die müssen ihre Familie ernähren, sie müssen vielleicht noch ihr Haus und Schulden abzahlen. Die werden Angst haben, sich in irgendeiner Weise politisch missliebig zu äußern, weil sie dann ganz, ganz schnell weg sind. Dann wird denen gesagt, ihr könnt ja klagen. Und in 10 Jahren bekommt ihr ein Urteil, das im Zweifel nicht euer Urteil ist, das ihr haben wollt und schon gar nicht gerecht ist. Aber ihr könnt klagen. Sie können sich ja nun vorstellen, was das letztendlich bedeutet für Mitarbeiter im öffentlichen Dienst.
Sie sind natürlich in keiner Weise mehr persönlich unabhängig und sie sind in keiner Weise mehr nur dem Recht, dem Gesetz und der Verfassung unterworfen, sondern sie schauen ganz genau, wie sie von ihren Vorgesetzten, von den vorgesetzten Politikern und von der Bundesregierung wahrgenommen werden und wie sie letztendlich dann auch eingeschätzt werden. Und das hat mit einem Beamtentum des Bonner Grundgesetzes nur noch wenig zu tun. Nun haben wir uns immer davor gehütet, Vergleiche zu ziehen, aber ich habe es nun geschichtsträchtige Daten und habe auch mal mit Menschen gesprochen, die das noch erlebt haben, die Zeit von 33 bis 45. Ich selber habe mich sehr mit der DDR beschäftigt. Aber ganz weglöschen und diskutieren können wir Parallelen zu diesen Regimen nicht. Vergleichen ist ja auch nicht gleichsetzen. Ich setze eigentlich nie gerne etwas gleich, sondern es ist wirklich gleich oder es ist identisch. Man muss natürlich historische Prozesse auch immer wieder mit anderen historischen Prozessen vergleichen. Ansonsten braucht man die Geschichtswissenschaft nicht. Die Geschichtswissenschaft hat den Sinn, dass man Lehren ziehen muss. Und Lehren ziehen heißt, dass man immer wieder das, was man in der Vergangenheit erlebt hat oder was vorangegangene Generationen erlebt hatten, auch nutzt, um zu vergleichen. Natürlich sind manche Prozesse in der Vergangenheit, die stattgefunden haben, nicht identisch, aber doch vergleichbar. Nun lesen wir in verschiedenen Veröffentlichungen die mangelnde Neutralität der Öffentlich-Rechtlichen. Joachim Steinhöffel, den wir beide kennen, den Juristen, wie die Regierung sich Journalismus kauft. Ist das ein Schlüssel, dass sich etwas verändert? Ich bin ein großer Kritiker der Staatsmedien. Ich nenne sie nicht öffentlich-rechtliche mehr, sondern es sind Staatsmedien. Öffentlich-rechtlich beschreibt nur, ich sag mal, den rechtlichen Status. Der Bundespräsident ist auch öffentlich-rechtlich, aber trotzdem nennt ihn niemand den öffentlich-rechtlichen Bundespräsidenten, sondern den Bundespräsidenten. Die Staatsmedien sind nicht zivilrechtlich organisiert, sondern öffentlich-rechtlich. Aber gleichwohl sind es Staatsmedien. Die Staatsmedien sind mittlerweile zu Regierungsmedien geworden oder zu Medien des Mainstreams. Und sie wenden sich nicht gegen Regierung und die Herrschenden, um sie zu kritisieren, um sie kritisch zu begleiten, sondern gegen diejenigen, die sie kritisieren, sondern gegen diejenigen, die Opposition betreiben. Das ist Feindbekämpfung. Und ich sehe die Staatsmedien mittlerweile schon als eine Gefährdung unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, weil sie die unmittelbare Machtfülle, die sie haben, das ist eine unglaubliche Machtfülle, die sie haben, nicht nur die 8 bis 10 Milliarden Euro, über die die verfügen, sondern letztendlich auch die Technik und den Zugang zu den Menschen, sie manipulieren zu können, sie auch mit der Autorität von Objektivität, angeblicher Objektivität auch beeinflussen können, dass sich eben diese Machtfülle nicht gegen die Regierung als eine Art vierte Gewalt wendet, sondern gegen die Opposition, dass Opposition bekämpft wird. Und da stimme ich Herrn Steinhöfel zu, ist das eine sehr kritische Situation mit diesen Medien. Die Münchner Sicherheitskonferenz hat am vergangenen Wochenende stattgefunden. Ich war erschrocken und habe zunächst dieser Meldung kein Vertrauen geschenkt. Hohe Regierungsvertreter der ukrainischen Führung möchten, dass Streubomben und Phosphorbomben geliefert werden. Man rechtfertigt das, seitens der Russen würden die auch teilweise eingesetzt. Wie gehen Sie mit so einer Information um? Ich versuche es hier einzuordnen. Ich ordne diese Information so ein, dass die Ukraine schon vor Beginn des Krieges versuchte, diesen Krieg nicht als einen regionalen Krieg zwischen Russland und der Ukraine darzustellen, sondern dass die Ukraine versucht, den Krieg auszudehnen, damit der Krieg nicht nur auf die Ukraine begrenzt ist und damit eben die Ukraine auch ein Stück weit den Rücken frei hat. Am liebsten wäre, glaube ich, der ukrainischen Führung, wenn es einen Krieg gäbe zwischen der NATO und Russland. Denn dann würde natürlich nicht nur die Ukraine Kriegsschauplatz sein und die Ukraine würde dadurch letztendlich auch entlastet werden. Und so sehe ich auch das Verhalten der Ukraine und die Äußerung der Ukraine bei der Münchner Sicherheitskonferenz, aber auch im internationalen Bereich immer mehr Waffen, immer mehr Offensivwaffen, die Forderung, dass die NATO stärker aktiv werden muss. Das dient alles dazu, den Krieg auszudehnen.
dass aus dem Regionalkrieg ein Flächenbrand wird, ein großer Krieg zwischen den Staaten des Westens, also der NATO und Russland. Ich kann sagen, politisch kann ich die Haltung von Ukraine nachvollziehen. Aus deutscher Sicht ist das in keiner Weise im deutschen Interesse. Wir wollen keinen Krieg zwischen Deutschland und Russland. Jedenfalls, ich sage mal, keinen heißen Krieg. Wir sind mittlerweile schon in einem faktischen Kriegsstadium, so wie sich die Bundesregierung gegenüber der Ukraine, gegenüber Russland verhält. Aber wir wollen unter keinen Umständen in einen derartigen Krieg hineingezogen werden. Wir können es nicht, wir können ihn nicht durchstehen. Wir haben keinen Zivilschutz, wir haben keine funktionierende Landesverteidigung. Wir sind nicht energiepolitisch und wirtschaftlich autark. Von daher können wir in keiner Weise aus meiner Sicht militärisch weiter die Ukraine unterstützen, weil diese Unterstützung führt in einen Krieg, den wir nicht wollen dürfen. Ja, liebe Zuschauer, viele derer, die im Bundestag sitzen, die viele Medienvertreter wissen nicht, was es bedeutet, wie dies alles erschaffen wurde, mit wie viel Schweiß, mit wie viel Arbeit und mit wie viel Verzicht das verbunden war. Viele der Menschen, die dieses Land aufgebaut haben, leben nicht mehr. Und deshalb ist es umso notwendiger, dass diese Aufklärungsarbeit erfolgt. Ich zolle Dr. Hans-Georg Maaßen meinen vollen Respekt und betone an dieser Stelle nochmal, Hallo Meinung steht zu Hans-Georg Maaßen. Ich bedanke mich für dieses Interview und bitte bleiben Sie wehrhaft. Vielen Dank, Herr Weber. Das werde ich sehr gerne tun.